Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Kleid mit einem Pullover zusammen kombinieren könnt, aber nicht nur mit irgendeinem Pullover, sondern mit einem Pullover, der weit geschnitten ist und auch eventuell kastig. Und sobald nämlich diese Kombination Kleid und Pullover aufeinander trifft, wird es dann schwierig, weil einfach oben die Form verloren geht. Ich bin Nicole Savage, Farb- und Stilberaterin aus Leidenschaft. Manchmal hat man doch das Gefühl, ein Kleid aus dem Frühling oder im Sommer gerne auch im Herbst oder im Winter weitertragen zu wollen. Oft fehlen dazu die Styling-Ideen und ich habe in meinen letzten Videos schon einige Beiträge dazu gebracht, wie man einen Pullover oder ein T-Shirt in einer Hose gut reinstecken kann. Heute zeige ich euch, wie man einen Pullover mit einem Kleid super kombinieren kann. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, ich zeige euch aber die zwei praktikabelsten und damit starten wir. Ich habe bereits das Kleid angezogen, über was ich es euch demonstrieren möchte. Es ist ein relativ eng geschnittenes Kleid und dazu kombiniere ich heute einmal einen dicken Winterpullover so, und hier, ihr seht, er hängt jetzt einfach über dem Kleid drüber und es ist nicht wirklich eine Form zu erkennen. Also, was mache ich? Ich schnappe mir einen Taillengürtel. Der hier, das ist ein dünner, relativ dünner Gürtel. Dazu würde ich an eurer Stelle auch wirklich einen Gürtel wählen, der nicht zu sehr aufträgt, der auch keine protzige Schnalle vorne hat. Den binde ich mir jetzt einmal auf Taillenhöhe um. Und jetzt werde ich den Saum vom Pullover hier unterschlagen. So, fertig ist meine erste Möglichkeit, wie ihr diesen Pullover so tragen könnt. Die zweite Variante zeige ich euch anhand von diesem Pullover. Im Vergleich mit dem lilanen ist der deutlich länger, aber er ist nicht so kastig geschnitten. Auch hier kommt der Taillengürtel zum Einsatz, den ich mir über den Pullover binde. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schoppe den Pullover so weit hoch, dass ich von der Unterteilung vom Körper mit dem Pullover auf Taillenhöhe ende und einfach eine andere Proportionen schaffe und der Taillengürtel bleibt einfach sichtbar. Oder ihr schoppt den Pullover so weit nach oben, dass der Taillengürtel unter dem Pullover verschwindet. So. Bei diesem Pullover kommt hinzu, dass er durchsichtig ist und man die doppelten Stofflagen relativ gut sieht. Das kann vielleicht jemanden stören, aber wenn er es nicht mag, der wählt einen Pullover, der eben nicht durchsichtig ist und so bekommt man einfach einen ganz anderen Look. Ich hoffe, ihr habt euch einiges an Ideen, an Inspiration mitnehmen können, wie ihr euer Lieblingskleid aus dem Frühling oder aus dem Sommer damit auch im Herbst oder im Winter tragen könnt. Schließlich kann man es mit einem Pullover ja auch angenehm warm stylen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Kleiderschrank durchwühlen und gleich ausprobieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!